Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den finnischen Schafstall. Dieser Mod kam ja vor kurzem im Mod-Tab heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Tierhaltung. Der Autor von diesem Mod heißt Teyamo und die Modgröße beträgt ca. 10,40 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole platzieren tut, kostet euch dieser ca. 14 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal platzieren tut, dann ca. nur noch einen Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell im Baumenü. Dazu gehen wir ins Baumenü rein, dann bei die Tiere, dann bei die Schafe. Und dann haben wir hier schon den finnischen Schafstall. Dieser kostet uns beim Platzieren ca. 80.000 Euro und Unterhalt am Tag beträgt hier 100 Euro. Hier können wir aktuell noch wählen die Farbauswahl in verschiedenen Farben. Aktuell auch wählbar mit Steuerkreuz links oder Steuerkreuz rechts. Hier können wir natürlich verschiedene Farben wählen. Ihr könnt die Farbe wählen, die euch am ehesten ansprechen tut. Und so sieht der finnische Schafstall hier mal aus. Hier haben wir im Prinzip verschiedene Tore, die können wir hier öffnen und schließen. Hier können wir natürlich auch öffnen und schließen. Und siehe da, wir haben hier schon einen Entladetrigger. Also hier kommt zum Beispiel Gras oder Heu hin. Und hier triggert dann die Wolle im Prinzip. Dann haben wir hier noch die kleineren Türen, die können wir natürlich auch alle öffnen und schließen. Ne? Und können hier auf der anderen Seite auch hier rein und raus gehen. Das Licht haben wir hier auch da, ne? Also das geht im Prinzip auch abends an. Und dann können wir hier auf jeden Fall gerne mal testen, wie das Ganze hier so aussieht, wenn man hier das Ganze befüllt. Entladetrigger haben wir hier schon da, ne, dann suchen wir noch den Tiertrigger, der müsste natürlich auch irgendwo sein, genau, der ist jetzt hier. Hier können wir natürlich viele verschiedene Schafe kaufen, wir nehmen im Prinzip jetzt hier mal ca. 20 Schafe. Hier können wir natürlich auch öffnen, schließen und dann sehen wir die ganzen Schafe hier auch hier innen drin rumlaufen. Jetzt ist die Frage, wie man das Ganze am besten füttern tut. Wir haben hier im Prinzip nur eine kleine Höhe, die man hier haben. Und ich habe gedacht, wir nehmen mal hier einen Teleskoplader und probieren einmal loses Heu. Ist im Prinzip egal, ob Heu oder Gras. Und füllen das Ganze hier mal auf. Dann können wir hier im Prinzip wählen Heu. Einmal die Schaufel voll. Und fahren das Ganze mal da rein. Wenn wir da auch reinpassen natürlich. Das ist auch wiederum sehr eng gemacht, das Ganze. Aber es geht. Ne? Dann können wir hier das Heu entladen. Zack, an dieser Stelle. Jetzt ist die Frage nur, nimmt dieser Schafstall auch Ballen an? Wir haben natürlich loses Material mal hier reingefahren. Jetzt koppeln wir die Schaufel mal ab. Und wählen mal hier die Gabel. Und fahren mal hier mal zwei Heuballen ein. Nehmen wir zwei Heuballen hier mit. Und hier müssen wir natürlich auch mal wie genau reinfahren und gucken. Und zack, ein Ballen ist schon verschwunden direkt. Und der zweite folgt auch hier. Wie man sehen kann, ist aktuell hier auch dieses Futter gelandet. Ne, was ich wiederum auch sehr schön gemacht finde. Ne, hier in diesem Futtertrog. Und hier können halt diese Schafe dann auch hier bleiben. Und dann im Prinzip hier dieses Heu essen. Ist im Prinzip egal, was ihr reinfüllt, ob Gras oder Heu. Beides geht natürlich auch. Wir können auch mal hier mal einen Tag spulen, ob wir dann auch ungefähr eine Wolle haben.
Oder halt, wie viel wollen wir halt am Tag bekommen, wenn wir jetzt mal zum Beispiel einen Tag spulen sollten. Das ist natürlich von Stall zu Stall auch unterschiedlich, ne? Auch bei den Mods natürlich und halt bei den Standards. Und wir schauen das Ganze mal hier mal an, um zu schauen, ob wir hier schon Wolle haben. Und ja, wir haben hier schon Wolle. Ungefähr so 269 Liter. Und Nahrung haben wir hier noch ca. 17.772 Liter. Bei 20 Schafen ist das voll in Ordnung. Und dieser Finisher Schafstall finde ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Sieht man auf jeden Fall hier die Schafe schön. Futtertrog ist auf jeden Fall angenehm gemacht. Und dann kann man hier natürlich auch hier wiederum die Türen schließen. Genau, und dann sind wir hier schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt dies doch gerne bitte in die Kommentare. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.